Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem zweiten Heimspiel der Saison 2017-18 am Samstag um 20.30 Uhr gegen den VfL Gummersbach. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Robert Andersson und unseren Spieler Andreas Schröder. Und wie immer geht die erste Frage an dich, Robert. Wie ist die Mannschaft drauf und was können wir von der Mannschaft am Samstag erwarten? Ja, ich finde, die Mannschaft ist gut drauf, vor allem nach unserem letzten Spiel. Was viel besser war oder richtig gut war. Aber wie gesagt, am Samstag ist ein neues Spiel gegen Gummersbach. Ich finde, die haben auch sich ein bisschen gefunden nach drei Spieltagen jetzt. Eine Mannschaft mit sehr vielen Neuspielern, mehr neu als wir. Aber die haben das ein bisschen besser zusammengekriegt. Die haben, finde ich, letzten Spieltag eine gute 6-0-Abwehr. Müssen wir knacken. Lösungen finden. Die sind sehr große Leute in Abwehr, auf Halb- und Innenblock. Auch eine gute Torwart dahinter, Listlein. Da müssen wir auch gut werfen, gut rausspielen, um da gute Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Angriff, finde ich, haben die vielleicht keine so neue Sachen, aber die haben einen clever Mittelmann, der das Spiel gut steuert und die haben auf beide Rückraum links, Rückraum rechts sehr gute Werfer, kommen viel davon, gute Kreisläufer. So, das heißt, dass wir selber eine gute, aggressive, offensive Abwehr haben müssen, um diese Schütze da in Bedrängnis, dass die nicht frei zum Wurf kommen. Danke, Robert. René, was erwartest du dir vom Samstag? Ja gut, wir hatten ja jetzt am Sonntag wirklich ein tolles Spiel gesehen, natürlich auch mit einer tollen Unterstützung der vielen mitgereisten Fans. Deswegen hoffe ich natürlich, dass wir auch am Samstag wieder auf große Unterstützung des Erlanger, Nürnberger oder allgemein fränkischen Publikums hoffen dürfen. Ich glaube, man hat gesehen, wie wichtig das für die Mannschaft ist. Sie hat sich natürlich am ersten Spieltag hier zu Hause eine Menge vorgenommen. Diverse Umstände haben leider ein bisschen die Konzentration gestört. Das hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Da würde es am Samstag mit Sicherheit wesentlich besser laufen, sodass wir uns, wie jetzt am letzten Sonntag gesehen, auch wieder voll auf den Handball fokussieren können und ja, ein mindestens genauso gutes emotionales Spiel sehen wie am Sonntag in Stuttgart. Ich freue mich sehr drauf, weil die Jungs haben eine tolle Reaktion gezeigt. Und die brennen darauf, natürlich jetzt hier zu Hause sie auch zeigen zu dürfen, um ja einfach ein erfolgreiches Heimspiel bestreiten zu dürfen. Gummersbach, ja, wir haben schon gehört, stand jetzt auch im großen Umbruch. Sie mussten sich jetzt auch erstmal finden, haben tolle Ergebnisse erzielt. Also wir dürfen sie unter keinen Umständen unterschätzen. Ich glaube, jetzt auch gerade mit der knappen Niederlage gegen Melsung oder dem Sieg gegen Göppingen haben sie gezeigt, dass sie eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammengestellt haben, die es uns sehr, sehr schwer machen wird. Aber ich glaube, wenn wir uns auf uns konzentrieren, auf unsere Leistung, auf unsere Einstellung zu diesem Spiel, dann werden wir auch, glaube ich, die nötige Qualität mitbringen, um so einen Gegner schlagen zu können. Aber das müssen wir auch erstmal aufwarten. Das müssen wir hier zu Hause bieten und dann zusammen mit unseren Fans ja das auf die Platte bringen. Aber dann bin ich sehr optimistisch und dass wir das hier auch erfolgreich gestalten werden. Und ja, freue mich auf Samstag hier wieder spielen zu dürfen. Danke, René. Andi, du hast eine vierjährige Vergangenheit in Gummersbach gegen unseren nächsten Gegner. Die obligatorische Frage, ist es ein besonderes Spiel für dich? Ja, also ich denke, wenn ich jetzt sagen würde nein, würde ich lügen. Aber es ist keine Anspannung jetzt davor. Also bisher ist das ein Spiel wie jedes andere. Also es ist ganz schön, dass ich die alten Freunde wieder mal sehe, aber ich denke, während den 60 Minuten wird das dann alles ausgeblendet. Und Fokus liegt einfach darauf, dass wir die zwei Punkte einfahren am Samstag. Danke dir. Zeit für eure Fragen. Bitte nutzen Sie das Mikrofon. Christoph Benisch, Erlanger Nachrichten. Robert, ihr habt jetzt einen ziemlich schlechten und einen herausragend guten Spieltag hinter euch gebracht. Ist es ein bisschen Wundertüte jetzt auch vor dem nächsten Spiel, in welche Richtung es wieder ausschlagen wird? Oder bist du dir sicher, dass ihr euch gefunden habt jetzt? Das hoffe ich nicht. Nee, da wissen wir auch, erstes Spiel, erste 20 Minuten war überhaupt nicht gut. Wie gesagt, woran das liegt, darüber brauchen wir nicht reden. Aber danach fand ich auch, haben wir gesagt, gegen Lembo war auch gute Sachen dabei, wo wir aufgebaut haben. Und jetzt gegen Stuttgart, finde ich, haben wir gezeigt, was wir spielen können, wie schnell wir das auch in Vorbereitung
umgesetzt haben, alle diese Sachen. Wir brauchen selbstverständlich mehr Zeit. Unsere erste Halbzeit war fast optimal, alles gelaufen, sodass man immer so spielt. Das wissen wir auch, das macht man nicht. Aber wir können auf diesem Niveau, auf diese Leistung spielen. Ich hoffe, wir können da weiter anknüpfen. Vor allem in unserer Abwehr war Absprachen viel, viel besser. Wir haben miteinander geredet, wir haben gewollt, Abwehr zu spielen, mit Aggressivität, mit Körperkontakt. Das will ich am Samstag sehen. Und vor allem unsere, was wir sehr lange trainiert haben, sehr lange darüber geredet, dieses Tempospiel, diese einfache Tore über 60 Minuten, das war optimal gegen Stuttgart. Und so müssen wir jedes Spiel spielen, ein bisschen mit Tempo, ein bisschen auf Risiko, diese einfache Tore zu machen, Gegner zu bestrafen, dann gewinnen man auch viele Spiele, die nicht laufen, die gewinnen man mit solchen Sachen. Und da war richtige Ansätze am letztes Spiel und ich hoffe, dass wir da das weiter rüberbringen können am Samstag. Du hast gesagt, auch gute Ansätze gegen Lemgo, da war ja auch die Abwehr auch in der ersten Halbzeit trotz dieser 20 Minuten gut mit nur, ich glaube, 10 Gegentoren. Ja, ja. Welche Rolle spielt denn für dich jetzt Andreas Schröder in der neuen Formation? Ist er sowas wie der Abwehrchef schon geworden? Andreas hat ja ein bisschen Pavels alte Rolle als Abwehrchef übernommen. So klar ist er wichtig. Aber wir wissen auch, dass die Fehler leichter am Anfang kommen, weil Abwehr ist sehr, sehr viel Vertrauen. Man muss sein Gegenspieler 100% kennen, was er macht, wie er macht, wann und so weiter, sodass es ein paar Spiele braucht, um dass es alles optimal oder sitzt. Das wissen wir auch, aber Andi bedeutet selbstverständlich für unsere Abwehr sehr, sehr viel. Und da hat die Rolle gut übernommen, will auch die Rolle haben, sodass, glaube ich, für Zukunft wird das sehr, sehr gut. An dich selber jetzt die Frage. Du bist ja gekommen, auch vor allen Dingen, wir haben uns unterhalten, auch um ein bisschen mehr Angriff wieder zu spielen. Jetzt bist du in einer ähnlichen Rolle wie in Gummersbach, wo du eigentlich vor allen Dingen in der Deckung eingesetzt wirst. Hast du da Hoffnung, dass das auch offensiv noch mehr wird oder bist du da zufrieden jetzt so, wie es erstmal läuft? Ja, erstmal, ich bin im Moment trotz allem zufrieden, wie es läuft. Ich meine, ich bin neu. Ich habe wenig Angriff gespielt die letzten Jahre. Das heißt, ich muss erstmal wieder die ganzen Abläufe reinbekommen. Ich merke selber, dass es von Woche zu Woche besser wird. Auch so im Angriff, die Bewegungen, die waren früher viel flüssiger, die müssen wieder reinkommen. Ist einfach so, aber im Moment, ja, wie gesagt, das ist, wir haben jetzt gegen Stuttgart, hat Nico von Anfang an ein gutes Spiel gemacht. Ich habe dann in den letzten 10 Minuten, konnte ich dann noch meinen Beitrag leisten, auch im Angriff. Und ja, ich kämpfe jetzt, im Endeffekt geht es erstmal darum, dass wir eben eine gute Abwehr spielen, dass wir durch eine gute Abwehr die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und da haue ich mich voll rein und alles andere kommt mit der Zeit, bin ich mir sicher. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. René hat die Zuschauer angesprochen. Welche Rolle spielt es für euch oder inwieweit kriegt ihr das mit, zum Beispiel, dass halt jetzt in Stuttgart da ja über 200 Leute saßen, die ja zum Teil auch gegen die lauten einheimischen Fans durchaus vernehmbar war. Wie kriegt ihr das auf dem Feld selber mit? Ja, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also ich denke, das, was in Stuttgart da los war von Erlanger Seite, war optimal. Also die waren, glaube ich, über weite Strecken des Spiels lauter als die Heimfans und das kriegst du auf der Platte natürlich mit. Und das pusht dich einfach, das gibt einem nochmal einen Schub. Auch in der Phase, in der Stuttgart rankam, hat man nicht das Gefühl gehabt, wir hatten nicht das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren. Aber man hat auch nicht das Gefühl, dass irgendwie das Stuttgarter Publikum jetzt lauter wird und dadurch die Mannschaft nochmal nach vorne schreit, sondern unsere Fans haben da 60 Minuten einen überragenden Job gemacht. Und ja, das müssen wir jetzt im Heimspiel, denke ich, wird das genauso sein. Und das ist ein großer Faktor, um eben Spiele zu gewinnen. Apropos Fans, René, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist bei euch jetzt, gerade nach dem doch holprigen Start in der Arena jetzt gegen Lemgo. Wie ist denn die Zuschauerresonanz? Schlägt sich das aus? Gibt es Leute, die man vielleicht vergrault hat durch diese Situation? Oder mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr da? Wir rechnen eigentlich mit einer ähnlichen Anzahl wie jetzt gegen Lemgo und ja, werden natürlich versuchen alles, dass wir auch da wieder eine tolle Stimmung in die Halle zaubern können. Ich glaube, man hat in der Vergangenheit auch gesehen, wir bewegen uns hier im Sport. Man kann auch mal ein schlechtes Spiel im Sport machen. Wir haben auch in der Vergangenheit auch mal ein Heimspiel verloren. Klar waren das mit Sicherheit keine optimalen Zustände. Die wird es auch in der Art und Weise auch überhaupt nicht mehr geben. Da bin ich mir sehr sicher. Wir haben ja schon oft tolle Abende und wirklich sehr emotionale Spiele erlebt.
häufig auch sehr erfolgreiche Spiele. Da hoffen wir natürlich, dass wir am Samstag wieder in diese Richtung gehen. Dementsprechend, ja, also der Vorverkauf läuft gut im ähnlichen Rahmen wie jetzt gegen Lemgo. Und da wollen wir natürlich auch wieder eine tolle Stimmung hier in Nürnberg haben. Du hast gesagt, keine Gefahr, dass es wieder irgendwelche Probleme gibt. Das war, glaube ich, eine Pumpe, die ist ausgetauscht. Ist das so der... Genau, also die Umstände, die dafür ja, als Gründe ausgemacht wurden, die sind beseitigt worden, beziehungsweise haben wir analysiert und die, ich denke mal, auch richtigen Schlüsse daraus gezogen. Klar, wir stemmen hier ein großes Event, also das ist nicht mehr die kleine Schulturnhalle, die man einfach nur aufschließt, Leute rein, wieder raus. Der Aufbau ist über ja, 16 Stunden oder so ungefähr angelegt, genauso wiederum der Abbau. Das ist einfach ein großes Event, was wir jede Woche hier stemmen und natürlich können da auch Probleme oder auch mal Fehler auftreten. Aber ich denke, wir haben ja grundsätzlich über die letzten Jahre alle zusammen, also vom Aufbauteam, jedem einzelnen ehrenamtlichen Helfer und alle Arena-Mitarbeiter, sehr, sehr guten Job gemacht. Wir haben ja sehr, sehr gute Spiele immer auf die Beine gestellt und ja, das war jetzt mal an einer Stelle nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber da sind wir uns auch sicher, dass wir das in der Zukunft, glaube ich, immer auch verhindern können und wieder uns auf den Sport konzentrieren können. Wie teuer wird denn die Pumpenbeseitigung? Weil ihr müsst der Strafe an die Liga zahlen? Ja, aber in einem geringen Maße. Also auch von der Handball-Bundesliga kam sofort das Feedback, dass wir alles dafür getan haben, um den Fehler oder um die Situation zu bereinigen, zu klären und zu lösen. Dementsprechend ist auch da die Handball-Bundesliga jetzt nicht nachtragend oder sagt, dass wir da einen Riesenfehler gemacht haben. Ich meine, vielleicht, man hat es ja eine Woche oder ein paar Tage später auch wieder bei Lemgo gesehen, es herrschen einfach manchmal Umstände, die man nicht unter Kontrolle hat. Dort ist, glaube ich, das Licht ausgefallen für eine Stunde und das Spiel musste später angepfiffen werden. Das sind natürlich Dinge, die sind nicht schön, die wollen wir mit aller Macht versuchen zu verhindern, aber manchmal geht es einfach nicht. Und ich glaube, wir haben jetzt aber mittlerweile auch schon so viele Dinge durchlebt, dass wir auf viele Situationen schnell und professionell reagieren können. Und ja, das werden wir natürlich auch in Zukunft so tun. Hundertprozentig ausschließen kann man nie etwas. So ist es nun mal bei großen Veranstaltungen. Aber ich denke, wir haben hier nahezu jedes Spiel immer in einem sehr, sehr guten Rahmen auf die Beine gestellt. Und so werden wir das in Zukunft auch tun. Robert, Standardfrage vor jedem Spiel. Wie sieht's personell aus? Wer wird diesmal von den Jungen dabei sein? Stand heute sind alle fit, alle dabei und ja, wir werden das auch gucken. Wir haben zwei Tage noch, zweites Spiel ja auch am Samstag, so das wird erst morgen entschieden, wie wir spielen. Vielleicht noch kurz auf Gummersbach. Robert, du hast gesagt, sie haben vor allen Dingen einen großen Innenblock, der vielleicht dann auch ein bisschen unbeweglicher ist. Das war in der Vergangenheit meistens dann auch so ein bisschen für Jonas Link eine Chance, sich auszuzeichnen. Ist das jetzt eine Option, der ja in den vergangenen zwei Spielen nicht so zum Zug kam, dass er jetzt eine Chance kriegt? Das kann sein, ja. Er hat, nein, aber wie du sagst, mit solchen, vor allem Innenblock, ein bisschen größer und nicht so schnell beweglich. Wir haben da trotzdem, finde ich, gut in Stuttgart gelöst. Das war auch eine von unserer Ideen, mit einem ein bisschen älteren, nicht so schnell Innenblockverteidiger in Bewegung zu kriegen. Und das haben die anderen auch gut hingekriegt. Aber da ist auch Jonas eine sehr, sehr gute Alternative gegen solche Abwehr, das stimmt. Andi, du hast gesagt, du bist freust dich drauf, auch ein paar Freunde zu sehen aus der Gummersbacher Zeit. Gibt es da schon Kontakt mit denen? Gibt es schon irgendwelche Frotzeleien via SMS vor dem Spiel oder so? Ja, bisher noch nicht. Alex Becker, mit dem habe ich noch relativ viel zu tun. Der hat mich versucht anzurufen. Ich glaube, wir werden heute nochmal telefonieren. Dann gibt es nochmal ein bisschen Trash-Talk. Aber sonst, ja, das Ziel ist eben zu gewinnen und das ist dann am Ende das Entscheidende. Da liegt auch der Fokus drauf und nicht irgendwie irgendwelche Nebensächlichkeiten. Kannst du da noch Tipps geben überhaupt? Oder hat sich Gummersbach seit deinem Weggang jetzt zu sehr verändert? Wir haben ja gehört, es gibt einen Umbruch dort. Ist die noch vergleichbar, die Mannschaft? Oder kannst du noch Spielzüge oder sonst irgendwas weitergeben an den? Schwierig. Also die Spielzüge werden wahrscheinlich schon noch den gleichen Namen haben. Aber ja, das Spielermaterial ist ja schon nicht mehr identisch. Also wird schwierig. Ich glaube auch, wenn ich jetzt Tipps zum Torhüter geben würde oder unseren Torhütern Tipps geben würde, wie die Spieler werfen, dann würde genau das Gegenteil eintreffen. Deswegen halte ich mich da lieber zurück. So sicher ein, zwei Bewegungen, wie sie im Angriff spielen, kann ich sicher sagen. Aber
ja, am Ende geht es darum, dass wir kompakt stehen in der Abwehr und dass wir eben wie in Stuttgart schnell hinten raus spielen und dann sehe ich da gute Chancen. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann danke ich Ihnen fürs Kommen und wir sehen uns am Samstag um 20:30 Uhr hier in der Arena wieder. Vielen Dank.